Ich hatte euch ja gefragt, was ich denn für Themen ansprechen soll, beziehungsweise welche Themen ihr so haben wollt. Ich hoffe, es ist mittlerweile in der nächsten Folge so knapp sein. Und da hatte einer den Vorschlag gemacht, dass ich nochmal, es gab viele gute Vorschläge, die werden wir auf jeden Fall auch abarbeiten. Aber da hat einer zum Beispiel den Vorschlag gemacht, ich kann doch mal über die Zukunft des Kanals reden. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Vorschlag, wie ich finde. Ich kann mal nochmal Headquarters kaufen, kann man nochmal eine Garage. Das ist ein ziemlich guter Vorschlag, wie ich finde, denn das ist ja allgemein was relativ Wichtiges, beziehungsweise nicht nur relativ, sondern sehr. Und ich denke, das ist auch eigentlich für alle interessant. Jedenfalls, also jetzt in näherer Zukunft, beziehungsweise näherer Zukunft, was heißt das, die nächsten ein, dreiviertel Jahre, denke ich mir, eigentlich passiert nichts viel. Passiert nicht so viel, da geht es eigentlich relativ normal weiter mit dem Kanal. Und hauptsächlich Let's Play basiert. Klick, alles gut. Und danach, wenn ich so 18 werde, ich will mir eigentlich mit 18 direkt ein Auto kaufen, dann will ich auf jeden Fall mit 18 will ich auf jeden Fall anfangen jetzt vloggen und alles. Und am liebsten würde ich dann auch direkt einen Kanal starten, wo es um Let's Plays geht. Ja, genau. Wo es um Let's Plays geht. Du kannst übrigens abbiegen, wir biegen hier eher. Wo es darum geht, also wo es um Autos geht und beziehungsweise um Autotouren, denn ich will fahren, viel fahren mit 18. Und da bietet es sich ja an, darüber einerseits Vlogs zu machen, aber vielleicht das, je nachdem wie es sich anbietet, extra einen Vlog-Kanal. Oder wenn ich viele Vlogs sowieso machen, was ich bezweifle, weiß ich nicht, dann das vielleicht direkt abkapseln. Einerseits so ein Auto-Vlog-Kanal und dann Vlog-Kanal. Und für die, die es interessiert, als ersten Wagen nehme ich mir wahrscheinlich, zumindest nach jetzigem Stand, würde ich jetzt 18 sein. Und das entsprechende Geld dafür haben, wäre es dann ein New Edge Mustang, denke ich. Es gibt, interessanterweise, es gibt jetzt einen, der ist, es gab jetzt der, der am besten wäre, also beziehungsweise am ehesten in Frage käme, ist einer, der ist einfach im gleichen Monat gebaut worden und im gleichen Jahr, wie ich geboren wurde. Das ist schon ziemlich cool, aber den werde ich wahrscheinlich nicht kriegen, denn ich denke nicht, dass er in ein oder vier Jahren noch zu haben sein wird, sonst wäre es cool. Und ja, jedenfalls, 70 Mann können wir perfekt, fahren wir einfach mal vor uns hin. Ich hoffe, passt jetzt mit der Soundabstimmung, das wäre grandios. Und ich hoffe, wir nicht so häufig geblitzt sind. Ja, genau, dich meine ich, Copter. Denn ich will mein Geld behalten. Da links haben wir einen Hubschrauber. Jedenfalls, Vlogs will ich dann starten und ja, dann will ich halt eben damit auch euch einen Einblick bieten. Vor allem Vlogs wolltet ihr ja schon seit Ewigkeiten. Jetzt müsst ihr nur ein Dreiviertel Jahre spätestens drauf warten, dann habt ihr es auch. Und ja, also ich will auf jeden Fall, wie gesagt, viel fahren und dann denke ich, da mache ich Videos. Es ist die Frage, ich weiß nicht, ihr kennt von euch kennt bestimmt einige so Motovlogger wie 6 Foot 400, Dude with Dan und keine Waterrific, alle möglichen da. Sowas in dem Sinne würde ich an sich gerne auch machen mit dem Auto, aber das Problem ist, wir sind in Deutschland, hat tolle Gesetze. Da darf ich zum Beispiel nicht einfach aufnehmen, während ich im Auto fahre, da möglicherweise Kennzeichen zu sehen wird, die jeder andere Mensch auch sehen könnte, wenn er mal nach draußen gehen würde. Mensch, nee, das nicht. Also dürfte ich keine Videos direkt machen, beziehungsweise dürfte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo fahre, wo andere Autos vor mir sind, dürfte ich das nicht. Muss ich gucken, ob man da vielleicht irgendwie eine Gesetzeslücke findet oder so. Oder man das irgendwie umgehen kann, weiß ich nicht. Das wird man dann sehen, weil ich würde halt eben schon sehr gerne Videos machen während vom Fahren und beim Fahren auch machen. Und da nicht nur mich sehen lassen, sondern vielleicht auch mal die sind zu schnell. Und dann auch mal auf die Straße zeigen, weil das ist langweilig, man die ganze Zeit nur einen selbst abguckt. Vor allem kann man so geile Transitions machen. Hier bei Winnemucke sind wir jetzt. Lassen wir einfach rollen, dazu dürfen wir wieder schneller. Oder 70, keine Ahnung. Ignorieren wir fahren einfach weiter. Ist auf jeden Fall schöner als Kalifornien mit 55. Ja, also jedenfalls. Direkt mit den Let's Plays geht es wie gesagt weiter bis ein Dreiviertel Jahre weiter. Und danach versuche ich auch neben den Let's Plays eben Vlogs zu machen. Dann direkt die nächsten großen Erweiterungen dieses Jahr des Kanals, beziehungsweise nicht unbedingt. Ruhig, Leute, 65, nicht 40. Wäre einerseits, ich will ja bei der Gamescom, beziehungsweise beim Video Days vor der Gamescom, da würde ich am liebsten, kann man sich übrigens Stände kaufen, also mieten, nicht mieten, sondern kriegen, wenn man sich da bewirbt.
Also das würde ich gerne machen, so ein Fantreffen machen, das wäre ziemlich cool. Es gibt auch viele Leute von euch, die gerne so ein Fantreffen hätten und ich hätte sowas auch mal gerne. Und ja, also Fantreffen wird es dieses Jahr auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, ob nur bei der Video Days, so hieß es, ob nur bei den Video Days oder auch woanders, aber auf jeden Fall bei den Video Days, denke ich. Und dann ab 50.000, denke ich, ab 50.000 Special werde ich ein bisschen Merchandise anbieten, sprich T-Shirts und so. Das ist auch ein Schritt, den ich schon seit längerer Zeit plane und ich weiß jetzt auch, wo man das anbieten könnte. Und ja, das ist eigentlich so die Sachen, die dieses Jahr so bleiben. Livestreams gehen natürlich normal weiter und hier und da vielleicht ein paar Erweiterungen, was mir noch so einfällt und was ihr natürlich, was euch noch einfällt. Ich bin immer offen für Feedback und so weiter, einfach Nachricht schreiben, Kommentare schreiben, irgendwie so. Macht, was ihr denkt. Ich lese fast alle Kommentare. Ich kann nicht mal alle Kommentare lesen, weil ich mittlerweile so viele E-Mails täglich kriege. Das ist unglaublich. Ich habe in meinem E-Mail-Postfach momentan 8.500 ungelesene E-Mails. Weil ich für jeden Abo und jeden Kommentar davon bremse sie. Okay, jetzt können wir nicht nach links ausweichen, aber dann müssen wir nach rechts ausweichen. Okay, was fahren die denn hier? Und, ja, da komme ich aber nicht mehr mit. Deswegen muss ich jetzt zu jedem, gehe ich halt eben immer so nach ein, zwei Tagen immer mal wieder zu den neuen Videos. Und guck da die Kommentare an. Ich kann jetzt nicht mehr die alten Kommentare leider lesen, die so in alten Videos sind. Ist schade, ich hatte jetzt seit fast 5 Jahren, habe ich jetzt immer wieder alle Kommentare gelesen. Aber jetzt sind wir eben so groß, dass das nicht mehr geht. Das ist einerseits schade, aber andererseits natürlich auch cool. Und ja. Dann länger gesehen die Zukunft des Kanals. Also wenn man jetzt mal... Also nachdem ich halt eben Abi habe und so, will ich halt eben... Ich sag sehr häufig halt eben, fällt mir gerade auf. Ja, es ist so, wenn man so komplett spontan reden muss, ist das sehr kompliziert, vor allem sich dann auch noch konzentrieren muss, dass man nicht alle Autos hinter sich auffällt. Gut. Tut mir leid, die haben davor gehört, wenn ich nichts dafür. Guck mal, die ziehen alle weg, Arschlöcher. Und ja. Also, wenn wir jetzt mal ganz lange sehen. You're running out of fuel, ich meine, petrol station soon. Ah, da sind noch 140 Meilen, das ist gut. Nächste Tanke halten wir einfach an. Ich glaube, das war ein Snickers. Ich mag Snickers nicht mehr. Oder? Mag ich Snickers? Was war ein Snickers? Ach, keine Ahnung. Irgendwie auch egal. Ja, lang gesehen Zukunft, die jetzt, nach Mabi will ich ja einerseits ein Auslandsjahr machen, ein Jahr in die USA und so, wie sind wir jetzt, 65 durch Martino. Also ein Jahr in die USA und spätestens dann werde ich sowieso einen englischen Kanal starten. Zusätzlich, also werde ich englische Let's Plays auch starten, neben den deutschen. Und da ich danach, dann muss ich gucken, wie das läuft. Und nach diesem einem Jahr will ich ja sowieso nach kurzer Zeit in die USA ziehen. Und dann kommt der kritische Punkt, würde ich sagen, an dem ich wohl oder übel nach einiger Zeit meine deutschen Let's Plays einstellen werde. Also jetzt müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das bald geschieht. Das ist jetzt ein Zeitraum, das ist vielleicht die nächsten 5 Jahre, das ist jetzt vielleicht 5 Jahre hin noch. Also da findet ihr mich vielleicht schon längst uncool und werdet meine Hater und beleidigt mich und alles. Also wer weiß. Alles kann passieren, aufpassen, dass der Kopf vor uns nicht zu schnell fahren. Und ja, auf jeden Fall, über lang gesehen, ihr wisst, was ich meine, werde ich den Kanal weiterführen, aber nicht auf Deutsch. Weil einfach, wenn ich irgendwann in den USA bin, dann bringt es nichts, wenn ich für immer deutsche Let's Plays mache. Das müsst ihr verstehen. Vor allen Dingen hat man im Englischen eine viel größere Zuschauerbase. Die mögliche Zuschauer sind viel mehr. Und das ist halt eben praktisch in allem Sinn besser für mich und für den Kanal. Und ich denke, die meisten von euch können ja sowieso Englisch, vor allem wenn ihr jetzt noch nicht so gut Englisch könnt. Könnt ihr vielleicht in 5 Jahren, falls ihr mich dann noch guckt. Also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und da haben wir uns das Geld abgezogen von der Bank. So. Und ja. Also. Gut. Ist wie gesagt noch eine Zeit hin. Aber wohl oder übel wird es passieren. Ich weiß es nicht, vielleicht fange ich auch schon in einem halben Jahr oder so mit einem englischen Kanal an. Je nachdem, wie sicher ich mich fühle, im Sinne auf meinen englischen Videos. Ich habe eigentlich ein gutes Englisch, das sieht man ja auch in so Videos. Aber es ist halt eben immer noch was anderes, wenn man jetzt einmal kurz spricht, wie zum Beispiel jetzt die Need for a Petrol Station oder something. Jetzt habe ich zum Beispiel das Something verkackt, weil ich mich gar nicht darauf konzentriert habe. Das sind eben dann so die Sachen, wo man dann, wenn man aufgeregt ist und dann denkt so, ah, da
gucken tausende Leute zu. Ich habe uns die 11 Millionen Views geknackt. Danke, Leute. Dann ist das halt eben ein bisschen aufregend und dann verkackt man das dann und dann. Und ja. Jedenfalls. Da muss ich gucken, weil wäre eigentlich sinnvoll, damit relativ früh anzufangen. Und jo. Gut, also das ist eigentlich so das, was ich eigentlich erstmal in der Zukunft plane für den Kanal. Also nochmal, gehen wir es nochmal durch. Einen Vlog-Kanal starten, beziehungsweise einen Autokanal starten. Und den Kanal auf Englisch umstellen. 70 Meilen jetzt nur noch. Okay. Da wird es eine Landstraße, ist natürlich unpraktisch. Ich habe gar nicht geguckt, ob liegt da eine Demo, ist egal. Gab keinen Unfall, also ist alles gut. Jetzt könnte langsam mal eine Tankstelle kommen von mir aus. Wir haben nur noch 84 Meilen fahren. Ich hoffe, da kommt noch mal halt mal einer. Sonst sind wir uns runterfahren müssen. Gucken wir mal, kommt da noch was? Da kommt keine mehr. Wir können vielleicht umdrehen. Wenn wir umdrehen, dürften wir es noch hinschaffen. Nimm uns mal eine Stadt, ne? Ja, okay. Notfall. Okay, wir müssen umdrehen, sonst schaffen wir das nicht. Ihr könnt vorbeifahren, Leute. Ich will mal gucken, wo ist denn da die Tankstelle? Da ist noch einer, oder? Ja, da muss eine Tankstelle sein. Da ist eine Tankstelle. Ha! Gut, da müssen wir hin, sonst schaffen wir das nämlich nicht. Bis nach, Reading. You're getting tired, ja. Kommt jetzt, fahrt vorbei, Leute. Ich hab nicht viel Tank. Okay, jetzt müssen wir hier wenden. Gut. Und ja, das ist also, wie gesagt, das ist die Zukunft des Kanals. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch Autos interessiert. Ist interessant, ich war eigentlich kein Automensch, wirklich. Also, boah, guckt euch mal an auf dem Grid Advisor, wie niedrig unser Tankstand ist. Also ich war einer, der dachte sich, vier Räder und das fährt und gut ist. Dann habe ich mit PMG angefangen. Und dann so langsam kam dann eigentlich so die Begeisterung für Autos. Vor allem kam auch so ein bisschen, dass ich immer mehr Ahnung davon hatte, obwohl das war eigentlich gar nicht meine Sache so. Aber hat sich so entwickelt, das vor allem im letzten, keine Ahnung, halben Jahr. Letztes Jahr. Da hat sich's dann, da kam es dann so richtig. Und ja, mittlerweile liebe ich Autos. Also anders kann man es nicht sagen. Ist schon sehr krass, wie sich. Es ist halt eben so. YouTube verändert einen auch. Im Positiven. Ist halt eben schon cool. Gut, also wir fahren jetzt zur Tankstelle. Übrigens, wenn ihr weitere Themen habt, über die wir sprechen sollen, beziehungsweise ihr Vorschlag, oh, wie viel Verkehr ist denn da, über die wir mal sprechen können, immer in die Kommentare damit. Dann kann man darüber mal reden und einfach hat ein bisschen was, in der Folge so drüber zu sprechen. So. Zum Beispiel das nächste Thema, ist, denke ich, das wir nehmen, ist Aliens. Das wurde auch vorgeschlagen. Und dann haben wir auch noch Trucker und US-Polizei. Wir haben einiges vorgeschlagen. Schreibt mir die auf jeden Fall alle auf. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, worüber ich mal reden soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich werde es mir rauspicken. Gut, wir haben noch 38 Meilen zu fahren. Mit unserem Tank. Und wir sind übermüdet. Beste Voraussetzung, um gleich noch 200 Meilen zu fahren. Also, wird gut, hoffentlich bauen wir keinen Unfall. Wurden auf jeden Fall noch nicht geblitzt, aber wir sind viel zu schnell, 25 Meilen. Gut, wir dürfen eh bei Rot rechts abbiegen, also ist das kein Problem für uns. Speeding-Offens, yay, 4 Meilen zu schnell. Erstmal 1000 abziehen. Da du deinen Wagen nicht genug, dass du deinen Truck nicht genug bremsen konntest, auf dieser Scheißabfall. Das ist echt noch viel zu, also das müssen wir echt fixen. Das kotzt mich so an. Sonst lerne ich modden und mach das selbst. Lumberjack, the musical. Okay. Freut mich übrigens, dass bisher American Truck Simulator so einen guten Anklang bei euch findet. Und finde ich auch schön, freut mich immer, wenn ein neues Projekt bei euch Anklang findet. Ich wollte hier eigentlich auch Dirt Rally starten, aber ich denke jetzt, wo American Truck Simulator da ist, hat sich das erstmal erübrigt. Aber sobald sich wieder irgendwie ein bisschen was freier ergibt, dann kann ich das auch machen. Kann ich auch Dirt Rally starten. Wir fahren mal rum. Da müssen wir, ich bin nicht rot. Und da haben sich unsere starken Bremsen gelohnt. Ich würde sagen, du biegst rechts ab. Nein, er biegt nicht rechts ab. Da müssen wir hier rüberfahren. Und fahren hier zur Tanke. Und dann sind wir hier noch 4 Gallonen im Tank. Eine Gallone ist übrigens 2,7 Liter, für die es interessiert. Also das ist schon ziemlich knapp. Fahren wir wenigstens gleich richtig rum rauf. Ah, der will auch zur Tankstelle. So.
Hier müssen wir jetzt rumrangieren, dass wir dann irgendwo gegenknallen. Ah, wird knapp mit dem Schild, aber klappt. So, und dann wollen wir auftanken. Vorne hat ein LKW ein Bagger hinten drauf. Gut, dann können wir da direkt gleich drauf fahren. Fahren wir rechts, da haben wir es. Die sind natürlich früher, besser schneller als wir. Aber wir sind auch voll.